Super. So, und jetzt sage ich dir was. Gib den Mädels noch die Lederjacke dazu, weil das ist ein Outfit, ja. Sensationell. Ja. Jetzt kommt die beste Hose. In Sachen Jeans, wenn es bequem sein soll und gleichzeitig, Mädels, ich löse euch ab, damit ihr nämlich eure Jacken schnell, ne? Und das T-Shirt Dance and Smile, zieht das noch dazu an, weil das sieht so toll zusammen aus. Ich löse die ganz kurz ab und ich muss mich entschuldigen, dass ich diese komischen Schuhe anhabe, aber es hat mit meinem Zeh zu tun, nichts Schlimmes, ich tanze weiter, kein Problem, aber nicht, dass sie sich jetzt wundern, was hat die ihre Hausschlappen oder was an, ja? Es ist halt ein bisschen schmerzhaft, in den hohen Schuhen, sage ich mal. Reicht, wenn ich in den hohen Schuhen tanze. So, ja. Jetzt sind wir aber sowieso bei der Hose, da sieht man keine Schuhe, aber weil Sie es gerade gesehen haben. So, das ist eine Hose. Wir haben gestern von dieser Hose, ich glaube, 3.500 Stück an Sie verschickt. Ja. Das ist ein Jeansmaterial, das gibt nach, das formt den gesamten Körper und es formt vor allem eine der wichtigsten Stellen, das ist der Poppes. Sie wollen einen knackigen Popo haben. Sie wollen eine knackige Figur haben und nicht ausschauen, als ob sie in der Jeans irgendwie gerade übernachtet hätten und die ausgebeult ist etc. Schau mal, die bleibt formstabil, die gibt dir den Knackpoppes und sie ist hochgeschnitten, das heißt, wenn du dich beugst, das ist kein Problem, da kommt hinten nicht die Unterhose raus, wie unangenehm wäre das. Und hier ganz modern gemacht, hoch, breit, kräuselt sich nicht runter, Clarissa. Ja, das ist wichtig. Ist das nicht wichtig? Das ist wirklich wichtig. Vor allem, du musst ja nicht bügeln. Und mir ist jetzt eines noch für Sie zu Hause ganz wichtig, liebe Kundinnen. Mhm. Wir haben nur mit 1300 Möglichkeiten. Ja, und das ist fast alle drei Farben, Kurzgrößen und Normalgrößen eingerechnet. So schön. Die ist natürlich jetzt gleich so desortiert. Ja. Das ist jetzt wirklich die Gelegenheit, wo Sie sagen, okay, ich brauche eine neue Hose, ich will eine coole Hose, ich will eine bequeme Hose, ich will eine Hose, die ich zu jedem Anlass tragen kann. Ja. Selbst wenn ich mit den Kindern auf allen Vieren im Garten unterwegs bin, ja, genau. Und spiele oder in der Sandkiste sitze, das ist sie, die Jeans sollten Sie probieren. Sie wissen, Sie haben 4 Wochen Rückgaberecht bei HSE24. Sie gehen also überhaupt kein Risiko ein, bestellen Sie Ihre Größe und probieren Sie es einfach mal aus, ja, weil du wirst die nicht mehr hergeben. Nee, und du bist einfach super gut eingepackt und Sie werden das Material lieben. Es gibt verschiedene Farben. Wir haben hier für Sie ein Hellblau, das hatte ich gestern Abend an. Das ist Marilyn. Ja, Wahnsinn. Ja, sieht sensationell aus. Absolut. Die Lederjacke ist beinahe weg. Fragen Sie in der Bestellannahme. Ist heute eine Lammnapperjacke. 160 Euro reduziert auf 239. Wow. Und Marilyn, hinten hängt das Shirt ein bisschen raus. Schätzelein, musst du ein bisschen reinstecken. Jetzt geht es nochmal um die Hose. Die macht eine sensationelle Figur. Ja. Die sitzt gut. Die ist insgesamt auch nicht zu eng geschnitten. Genau. Finde ich ganz wichtig. Aber trotzdem so, dass sie wirklich eine Knack-Knack-Figur macht. Ja? Und das ist das Wichtige, auch vom Poppes her. Das muss wirklich knackig sein. Absolut. Also die sieht fantastisch aus. Sie haben ja Gesäßtaschen, Sie haben aber vorne keine Vordertaschen. Sie haben nur einen angedeuteten Reißverschluss, keinen echten, weil sie eine Schlupfhose ist. Ja. Und ganz ehrlich, wir haben eine absolute Wartezeit. Ja, es geht so rund gerade in der Bestellannahme. Das glaube ich. Das ist der Wahnsinn. Also wir haben nur mehr 2 Minuten, Judith. Mehr dürfen wir gar nicht mehr sprechen, weil die Jeans wird dann so desortiert sein. Anziehen. Wolltest du jetzt noch schnell? Ich zieh dunkelblau an. Schnell, zeige dich noch einmal im Blau. Und sieh, ich meine, auch der Preis, 69,98 für die Qualität, für den Schnitt. Es ist völlig egal, meine Damen, ob Sie eine 42er Konfektion, bei der Anna sehen Sie jetzt eine 40er, ja, oder ob Sie eine 50er haben. Die Hose sitzt. Danke für den Blick auf den Beinabschluss. Das ist mir auch wichtig, weil da können Sie einen Sneaker dazu tragen. Sie können Ballerina, Sie können mal nur einen ganz kleinen Absatz dazu kombinieren. Einen hohen, richtig schöne High Heels. Also es ist völlig egal. Es geht alles mit der Hose. Die Hose kann man hochstrecken, so wie es die Olivia zum Beispiel macht. Finde ich auch richtig klasse. Oder Sie entscheiden sich sogar für eine Kurzgröße, was ich sehr gerne tue. Weil sie dann auch so ein bisschen den Knöchelblick haben. Das finde ich nämlich auch sehr lässig. Und es hat auch, finde ich, immer so ein bisschen so nochmal einen kleinen Touch of Sexy Peel hier, ja, mit dem Knöchel. Ja, das ist deine Farbe. Die schaut auch super aus. Oh, das ist super. Olivia, jetzt muss ich nochmal fragen. Ich frage dich jedes Mal, was hast du für eine Konfektionsgröße? 44? Schön! Was hast du für eine Konfektionsgröße? Ja. Schön! Was hast du für eine Konfektionsgröße? Dann sagt sie schön. Ich finde das super. Sie hat kurz überlegt. Das ist ein Umarmen.
Das ist, dafür liebe ich die Olivia. Sie ist echt cool. Schön. Schön. Ja, wie alt bist du? Du auch, sage ich. Schön. Nur. Schön. Wie geht's dir? Du auch. Ja. Wenn jemand Sie fragt, wie alt Sie sind oder welche Konfektionsgröße, machen Sie wie so Olivia. Schön. Sagen Sie einfach schön. Ja, welche Indiskretion haben wir ja, hier auf dem Laufstand? Ja, Frechheit eigentlich von mir. Was für eine Indiskretion, ja? Die Hose ist sowieso gleich ausverkauft. Ist eh wurscht, was sie für eine Größe hat, ja? Was für eine freche Frage von mir auch. Ich muss sagen, Olivia, ja, du hast recht. Unwichtige Details. Ganz genau. Oh. Vor allem in der Modesendung. Total unwichtig, Clarissa. Überbewertet. Vor allem als Model auch noch viel unwichtiger. Ja, ja. Also außerdem wissen wir, unsere Devise bei Olivia heißt, viel hilft viel. Hilft viel, sehr schön. Und da bleiben wir. Bleiben uns treu. Ja. Wir bleiben uns treu. So, die Hose ist beinahe weg. Das ist schon wieder so lustig heute.